Hallo und herzlich willkommen hier an meiner Base 2. Heute möchte ich euch dieses hässliche Haus dort hinten zeigen. Sieht aus wie ein alter Wohnblock. Dieses hier ist meine U-Bahn-Station, wo ich damals die Railstrecke gebaut habe, die 1200 Blöcke vom Spawn wegführt. Dieses ist ein optimiertes Farmhaus und ich zeige euch erstmal warum. Als erstes kann man hier unten ganz bequem reingehen und hier unten ist ein Lager eingerichtet. Es ist nicht voll, weil ich das aufgegeben habe, diese Welt. Aber ich wollte sie einfach nochmal zeigen. Auf der anderen Seite ist unten auch ein Lager. Und wie man sieht, hier haben wir schon ein paar Kakteen liegen. Die nehmen wir mal mit. Die werden nachher wieder neue liegen, weil meine Kaktusfarm da oben arbeitet. Und wir gehen auf dieser Seite erstmal hoch. Als erstes haben wir hier überall Pistons. Die sehen hier bei mir aus wie ein paar Elektromotoren. Das liegt aber an meinem Texture Pack. Und die sind schieben hier Sandblöcke nach oben. Und durch Druck auf diesen Schalter hier fallen die Sandblöcke nach unten und geben meine Pilzform frei. Hier ist eine Türe zum Reingehen. Die ist nicht besonders effektiv. Und hier auf dem Server spackt auch der Sand etwas rum. Eigentlich habe ich gedacht, dass diese Pilze hier die ganze Fläche zuwachsen, aber das dauert ewig. Und damit das wieder dunkel ist, kann man hier auf den Schalter wieder draufdrücken. Wird mit den Pistons das Licht ausgemacht in diesem Raum. Und es ist recht dunkel für die Pilze da. Hier unten haben wir jetzt die roten Pilze. Als nächstes haben wir hier oben dasselbe Ding nochmal. Mit den braunen Pilzen. Kann hier wieder Licht einschalten. Hier oben ist die Ernteanlage. Man sieht, da oben ist das Wasser drin. Diese Ernteanlage kann man über den zweiten Knopf hier betreiben. Schaltet man ein, lässt das Wasser laufen. Wie man sieht, die paar Pilze, die da noch sind, die laufen in der Mitte, in dem Loch, fallen die runter und landen unten in meinem Lager. Dann machen wir das Wasser wieder aus, machen wir das Licht dunkel. Und das war die eine Seite. Und hier habe ich Schlafräume, wo man gleich durchgehen kann in den anderen Raum. Hier haben wir eine Weizenfarm. Auch mit automatischer Erntemaschine. Hier sind die Samen in einer Kiste. Als ich das gebaut habe, war die Kiste ja noch in der Wand drin. Wir haben ja jetzt mit der 1.8 hier ein schlechtes Update bekommen, wo die Kisten jetzt in der Wand nicht mehr die volle Größe haben. Hier kann man wieder auch das Wasser einschalten. Und man sieht, hier wird alles abgeerntet und es fällt einfach nach unten. Und wenn das alles nach unten gefallen ist, drücke ich wieder auf den Schalter und das Wasser wird wieder abgeschalten. Das Ganze funktioniert mit einem sogenannten T-Flip-Flop mit Pistons. Hier unten ist eine Fackel drin, die steht unten, und dadurch, dass die Pistons jetzt den Block da reingeschoben hat, das sind übrigens ganz normale Pistons, das geht mit Sticky Pistons, das geht mit normale Pistons, ist dieses Redstone hier eingeschalten, und dadurch, dass das eingeschalten ist, sind hier meine Pistons ausgefahren und stoppen das Wasser hier drin. Eigentlich wollte ich damit eine recht optimale und sehr kleine Farm bauen. Ist mir nicht ganz gelungen, weil das alles ewig dauert, bis das fertig wird. Hier ist eine Ernteanlage, die auch hier mit Pistons ist. Die sind zweistöckig, die Pistons. Und da kann ich hier mal, ich ernte die erstmal ab, indem ich hier auf den Knopf drücke. Und dann zeige ich euch, was hier in diesem Raum ist. Wie man sieht, Pistons an der Wand. Und hier war ein Enderman, hat mir eine Pistons geklaut.
man sie immer wieder. Also er klaut nicht bloß Blöcke, sondern auch eingefahrene Pistons. In der Mitte ist die ganz normale Kaktusfarm, die durch Wachsen der Kakteen abgebrochen wird und das fällt hier unten ins Wasser rein und wird auch in die Mitte reingespült. Und man sieht, da ist auch wieder ein Loch. Das andere Loch von der Weizenfarm ist genau oben drüber, das heißt, die Weizenfarm spült das genau darunter auch. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, runter und sammeln erstmal unseren ganzen Müll hier ein. Und dann kann alles weiter wachsen oben. Und ja, wie man sieht, hier ist es ein bisschen Bambus drinne. Die Welt habe ich aufgegeben, als die 1.8 rauskam. Und dieses Haus hatte ich eigentlich kurz vor der 1.8 gebaut. War eigentlich nur noch, ja, sagen wir mal, ein bisschen Spaß. Die Pilzfarm übrigens ist ein bisschen langweilig, weil hier nicht viele Pilze wachsen dort oben. Deswegen habe ich meine alte Pilzfarm in meinem anderen Pilzhaus umgebaut. Da werden wir mal kurz noch hingucken, dann zeige ich euch, wie die aussieht. Damit warp ich mich einfach vor mein Haus. Das ist meine alte Pilzfarm, wie ich sie schon mal gezeigt habe. Hier ist mein altes Haus, das ist noch nicht ganz geladen, weil man beim Warpen immer etwas braucht zum Laden. Hier ist ein bisschen zu helle drin, deswegen wachsen hier auch die Pilze nicht. Aber was neu ist an dieser Pilzform, früher hatte ich hier die auf den Steinen gepackt. Und jetzt habe ich hier so eine Steinwände reingezogen. Die Pilze wachsen hier einfach eins runter, wenn sie dann wachsen. Und machen hier die ganze Fläche voll. Und die wird dann da mit Wasser geerntet, aber die Pilze, die hier oben stehen, bleiben stehen. Das heißt, ich brauche die nicht neu einpflanzen. Das ist eine der effektivsten Pilzfarmen, die man jetzt nicht mehr braucht. Da man ja... So, ich nehme mal hier mal Pilz noch mit. Da ich euch noch eine andere Pilzfarm zeigen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte hier glaube ich auch Bohnenmehl. Dazu braucht man noch Bohnenmehl. Sind glaube ich hier drin, ja, hier ist der Lichtback drin, hier haben wir Bohnenmehl. So, da das hier drinnen nicht funktioniert, werden wir mal rausgehen, draußen ist Nacht, da werde ich mal den Tag machen. So, und jetzt werde ich euch mal zeigen, was seit der 1.8 die effektivste Pilzform ist. Einfach einen Pilz hingestellt und mit Bohnenmehl einfach einen Pilz groß machen. Jetzt nimmt man ein Schwert, weil man mit dem Schwert die meisten Pilze rauskriegt und baut das ganze Ding wieder ab. Man kann das natürlich auch als Haus benutzen, aber mit dem Schwert soll man hier zwei pro Block kriegen. Bis 4 pro Block. Der Pilz ist etwas zu hoch, komme ich nicht ran. Ist auch egal. Und wie man sieht, ich habe 16 Pilze und das Ding ist noch gar nicht abgerissen. Dafür habe ich nur einen Bohnenmehl und einen Pilz gebraucht. Dasselbe funktioniert auch mit diesen braunen Pilzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier... Doch, hier geht das auch. Den kann man auch mit dem Schwert einfach abreißen. Auch beim Stiel sollen welche rauskommen. Aber da kommen nicht so viele raus, glaube ich. Na, komme ich jetzt nicht hoch, ist egal. Jedenfalls ist das die effektivste Pilzform. Natürlich braucht man da Bohnenmehl und Knochen von den Skeletten. Also muss man auch mal ein bisschen kämpfen gehen. Aber dafür kriegt man ja auch XP fürs Kämpfen. Die alten Pilzfarmen, die mit dem Wasser, das ist eine Pilzfarm, die in der 1.7 effektiv war, mit der 1.8, beziehungsweise jetzt auch mit der neuen 1.9, und diese Pilze, das effektivste, was es gibt. Und damit verabschiede ich mich.
und beende diese Let's Show auf dieser Welt am Fuße meiner Burg, beziehungsweise an meinem hässlichen Farmhaus 1. Das Farmhaus 2 wollte ich eigentlich so bauen, dass es ein bisschen aussieht wie ein Wohnhaus, aber ist mir nicht ganz gelungen. Und ja, die neue Minimap, das ist nicht mehr Zanz Minimap. Die Zanz Minimap ist etwas veraltet. Die hier kann etwas mehr. Link werde ich in die Beschreibung packen. Das ist die Reis Minimap. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Und ich verabschiede mich und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute und tschüss.